Willkommen zu Vlogmas Tag 16 und der letzten ganzen Woche vor Weihnachten. Crazy, oder? Boah, wie schnell der Dezember jetzt rumging. Irgendwie war er auch super aufregend und besonders. Aber es ist jetzt einfach nur noch eine Woche bis Weihnachten. Das ist echt total krass. Ja, heute ist Montag. Es geht wieder zur Arbeit. Im Dezember habe ich auch übrigens kein Wochenende, weil ich bis jetzt die zwei Wochenenden, die ich hatte, ja, durchgearbeitet habe in Saudi-Arabien. Aber ist auch okay. Also ich will mich da gar nicht beschweren. Das war eine mega Erfahrung. Und es war gestern auch irgendwie total komisch, wieder zu Hause zu sein. So alleine war ich ja nicht, aber trotzdem, nach diesen ganzen Eindrücken muss man erstmal so ein bisschen runterkommen. Ich muss halt natürlich wieder zu meinem Praktikum. Freue mich aber auch eigentlich drauf, die Leute wiederzusehen. Und ja, ich hoffe, ich habe nicht allzu sehr viel verpasst. Mal gucken. Den Cookie, den ich eben ausgepackt habe, den habe ich natürlich direkt eingepackt für die Arbeit. Und dann hatte ich bei Xukai ja noch diese süße Soße drin. Und die hatte ich neulich ja schon mit Schoko und jetzt war es Erdbeer. Und die ist auch richtig lecker. Die hatte ich auch schon mal, vor allem, weiß nicht, so über Kuchen oder über Joghurt drüber oder sowas. Voll gut. Es ist kalt. Es ist richtig, richtig kalt. Meine Hand friert auch gerade ab. Deswegen... ja, mal gucken, wie spannend der Tag heute wird. Ich muss auf jeden Fall nachher noch einkaufen und nochmal Wäsche waschen und so ein Kram. Ja, bis später. Oh, es ist richtig schön, hier in Hamburg zu sein. Ich komme direkt irgendwie so ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Das ist sehr gut und die Sonne scheint ein bisschen. Der Tag startet richtig gut. Guck mal, wer wieder da ist. Hallo! Meine Mittagspausenbegleitung. Sie haben immer gleich aus den gleichen Videos. Ja, immer. Wir laufen immer durch die Stadt. Ja, wir haben gerade Mittagspause und dachten, wir nutzen die Zeit, um ein bisschen Weihnachtsgeschenke einzukaufen. Das werden wir jetzt wahrscheinlich die nächsten Pausen öfters tun. Und ja, mal gucken, ob wir jetzt schon irgendwas finden. Und wir sind beide heute etwas verklatscht und müde. Wir sind irgendwie nicht so kreativ und ja, probieren irgendwie den Tag umzukriegen, aber schaffen wir. Freust du dich, dass ich wieder da bin? Ja. Das ist schön. Ist gut. Hast du da jemanden zum Reden oder sitze ich mal ganz alleine da? Ja, ich habe dich auch schon vermisst. Fortsetzung folgt. Morgen wieder. Lulu, sag mal tschüss. Ich will keine Zeit. Lulu. Hallo. Sie hat einmal in meinen Lied mal geguckt. Ich muss jetzt kurz noch einen kleinen Einkauf machen. Ich hoffe, der letzte für dieses Jahr, diese Woche, weil ich am Wochenende nach Hause fahre endlich. Da freue ich mich mega drauf. Und ja, wir haben eigentlich fast gar nichts mehr zu Hause, deswegen muss ich jetzt gar noch einkaufen gehen. Einkauf. Erledigt. Aber es ist ganz schön schwer. Ich freue mich jetzt auf zu Hause. Ich bin echt noch ziemlich müde und irgendwie so ein bisschen neben der Spur, obwohl ich jetzt heute Nacht eigentlich echt ganz gut und viel geschlafen habe. Aber wenn einem so eine Nacht komplett Schlaf fehlt,
Das merkt man da irgendwie schon. Deswegen freue ich mich jetzt gleich aufs Bett. Muss natürlich noch einen Vlog schneiden und so. Aber das mache ich gleich ganz gemütlich. Und ich freue mich jetzt auch gleich endlich mal wieder was so richtig zu kochen. Weil wir jetzt ja die ganze Woche über im Hotel bzw. dann auf der Anlage gegessen haben. Und ja, dann da halt immer beim Catering und so waren. Was aber super lecker war, also das arabische Essen und vor allem da das Catering an der Anlage war mega lecker. Also die hatten immer eine krasse Auswahl, habt ihr auch ein paar Mal gesehen. Aber trotzdem mag ich das, wenn man jetzt eine ganze Woche nur auswärts sozusagen gegessen hat, dann auch mal wieder selber zu kochen und so, ja, das so zu machen, wie man es gerne hat. Deswegen freue ich mich gleich irgendwie, ich glaube, ich muss so Ofenkartoffeln und Ofengemüse und Hummus. Darauf habe ich jetzt gerade Bock. Und ja, der erste Tag bei Arbeit wieder war ganz gut. Wir hatten eigentlich gar nicht so viel zu tun. Deswegen war es ziemlich, ja, entspannt eigentlich. Ich mag es zwar eigentlich immer mehr, wenn richtig sowas los ist. Damit, ja, dann macht die Arbeit einfach mehr Spaß, als wenn man so kleine, ja, so viel Recherche und so Sachen erledigen muss. Aber ja, war gut. Und die Teile gehen echt schnell immer rum. Und ich habe ja Lea da, mit der ich mal quatschen kann. Deswegen, jetzt fällt mein Arm ab. Deswegen muss ich jetzt aufhören. Ich bin wieder in meinem Element. Ich habe ein riesen Blech mit Ofengemüse gemacht. Das ist Kaisergemüse und Zucchini und Aubergine und Kidneybohnen und Zwiebeln und dann ganz viel Gewürze, ein bisschen Olivenöl. Und hier im Ofen habe ich jetzt schon Kartoffeln, Süßkartoffeln, normale Kartoffeln. Und für Anni koche ich hier auch gerade schon mal welche. Ich glaube, die wollte noch mal Raclette machen oder sowas heute Abend. Ja, und das werde ich nicht alles heute Abend essen. Das ist jetzt schon mal vorgekocht für morgen, eventuell auch übermorgen. Kann ich mir damit zur Arbeit nehmen. Und ja, boah, da habe ich jetzt so Lust drauf. Oh. Hi. Sorry, das passte gerade so gut. How are you? Ich schwitze. Oh, nice Hose. Die hat Anni letztes Wochenende gekauft. Also Leute, guck mich an, deshalb. Ist voll nice. Man sieht das immer voll. Ich habe auch meine neue Hose an, die ja, bei Pull&Bear gekauft haben. Ja, ja, ich habe übrigens auch noch zwei Weihnachtsgeschenke heute in der Mittagspause bekommen von meiner Liste, die ich noch haben wollte. Das ist jetzt alles, so langsam kommt alles zusammen. Ich habe mir natürlich jetzt schon in den letzten Wochen Gedanken gemacht, was ich den Leuten so schenken will. So langsam kommt alles zusammen und eventuell kann ich euch das dann in ein paar Tagen auch noch erzählen. Muss ich nur allen sagen, dass sie dann das Video nicht gucken dürfen. So, und jetzt machen wir mal Essen. Mein Essen ist fertig. Kartoffeln und Ofengemüse. Und jetzt machen wir hier ein romantisches Essen. Anni macht sich Raclette. Und ja, jetzt essen wir nur noch. Hallo ihr Lieben, willkommen zum Vlogmas Tag 17. Aber diese Weihnachtszeit geht echt so schnell rum, jetzt ist einfach schon Tag 17. Es ist einfach jetzt schon ist in einer Woche, genau, stimmt, genau in einer Woche ist Weihnachten. Heftig, das ist echt total krass. Ja, ich bin schon durch mit Arbeiten, es ist jetzt schon 6:30, ich bin gerade weg von der Arbeit. Und ich treffe mich jetzt gleich mit Anni. Wir machen eine kleine Date Night. Wir gehen essen ins Atelier F. Wir dachten, wir machen einfach nochmal einen entspannten Abend jetzt so diese Woche vor Weihnachten, weil wir uns ja auch die ganze letzte Woche nicht gesehen haben. Wir dachten uns, wir gehen ins Atelier F mal wieder. Waren wir echt lange nicht mehr und vielleicht gehen wir danach noch kurz auf den Weihnachtsmarkt. Und da freue ich mich total drauf. Also, ich finde solche Abende immer voll schön, vor allem wenn man den ganzen Tag im Büro gesessen hat. Dann will man auch mal was anderes machen, als einfach nur nach Hause gehen und ins Bett. Und dann passiert wenigstens noch ein bisschen was. Und ja, eventuell gehe ich jetzt kurz noch einmal irgendein kleines Weihnachtsgeschenk besorgen. So ein Neverending Project, meine Weihnachtsgeschenke. Weil ich dieses Jahr irgendwie nicht so ein Geschenk für jeden habe, sondern so Geschenkpakete habe. Also jeder bekommt so ein zusammengestelltes Paket mit mehreren kleinen Geschenken. Und ja, bis das dann so alles zusammen ist, dauert ein bisschen. Es ist ein Ende in sich. Und ich habe auch jede Menge online geshoppt. Das kommt jetzt alles zu Hause an die nächsten Tage. Ich habe Mama schon vorgewarnt. Ja, aber ich brauche noch so ein paar ganz Kleinigkeiten und ich gucke mal, ob ich die jetzt gerade noch finde. Und dann mache ich mich auf den Weg zum Atelier.
da. Anni hat sich so ein paar Sachen hier zusammengestellt. Ja. Einmal Mac and Cheese, Ruffles, Onion Rings und ich habe die California Bowl. Guten Appetit. Das war richtig lecker, jetzt sind wir schön satt. Boah, und ich liebe diesen Weg hier, das sieht so schön aus mit den Lichtern und hier. Mache ich ein totales Foto? Ja, mach. Yes, nicht so krass, ich komme gerade ein bisschen in Weihnachtsstimmung, das ist voll schön. Kulturschock. Ja, wirklich. Oh, der. Ja, aber ich finde auch den Löwen zum Beispiel richtig geil. Oh ja. Ah, ja, den will ich auch haben. Den brauche ich in meinem Leben. So, wir sind wieder zu Hause und ich habe heute Morgen nicht meinen Adventskalender aufgemacht. Deswegen ist es jetzt Zeit. Möchtest du mich filmen? Ja. Mama hat den Adventskalender an. Und, oh, es sind Riegel. Nice. Ein Raw Bite Kakao. Richtig lecker. Und an dem bin ich heute noch bei Dance vorbeigelaufen. Ein Hans-Kakao-Riegel, Proteinriegel sogar. Ein Kakao pur Dattel-Haselnuss. Und den hatte ich auch schon einmal drin, der war ganz geil sogar. Und ich mag sowas eigentlich sonst nicht. Vielleicht drei Stück. Nice. Kostet schon den 17. oder? Ja, Mann. Also heute ist Weihnachtscheckliste, die 100. Mandarinen gepellt. Das habe ich mit Sicherheit schon gemacht, weil ich so viele Mandarinen esse auf der Arbeit. Noch ein Riegel drin, ein Berry Bite mit Hibiskus. Also es ist eine Superfood Energy Bar mit Datteln. Kommen alle mit zur Arbeit die nächsten Tage. Haben wir noch Zucker. Es fühlt sich schon wieder nach so einem Gläschen an. Aprikosenmarmelade. Oh, cute. Voll geil, wir haben jetzt so viele Marmeladen. Echt, haben wir? Ja, Erdbeer, Zwetschgen. Himbeere, Aprikose. Nice. Voll die guten Single-Marmeladen. So was isst man isst als eine Person nie ein ganzes Glas Marmelade. Voll gut. Ja. Komisch. So, das ist meine wieder Zeit für Datteln. Ich habe übrigens die große 3 Kilo Box schon aufgegessen. Vernichtet hast du sie. Ja, wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wir haben zum Glück hier noch eine kleine Box. Oh, dunkel. Und es hat neulich jemand gefragt, wie die überhaupt heißen. Die heißen Zucari Dates und das sind die Soft Cooking. Also die sind schon entkehrt. Ja, die sind richtig, richtig lecker. Ich liebe sie. Und ich esse jeden Abend so viele. Anni kann das bezeugen. Jeden Abend sitze ich hier und esse so ein halbes Kilo Datteln ungefähr. Guckt euch sie an, wie toll die aussehen. Tada! Bad Sharp. Yeah.